So, und nun steigen wir ein in den Tagesordnungspunkt 2, aktuelle Stunde, die beantragt worden ist von der AfD-Fraktion zum Thema gescheiterte Integration, Kriminalität durch Migration. Und Sie hatten das Rederecht abgetreten an Herrn Lars Kuppi. Bitte schön, 5 Minuten wie alle anderen darf ich bitten einzuhalten. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, Sie werden sich sicher fragen, warum wir als AfD gerade jetzt mit diesem Thema um die Ecke kommen. Gescheiterte Integration, Kriminalität durch Migranten. Scheinbar bereitet sich Deutschland gerade auf einen zweiten Corona-Lockdown vor. Auch sonst scheint sich unser Leben nur noch um Infektionszahlen, Kontakt- und Beherbergungsverbote und Maskenpflicht zu drehen. Es ist damit ein leichtes, sich von den unbequemen Problemen abzulenken. Was in den Medien nicht steht, gibt es nicht. Bedenklich ist allerdings, dass bereits eine Themenbenennung, nämlich Integration oder Nicht-Integration von Flüchtlingen, von den Regierungsparteien als Hetze abgetan wird. Auch die Pressevertreter übernehmen oben genannte Reden von ihren Anteilseignern unkritisch und ungeprüft. Es stellt sich die Frage, wie die Medien den Inhalt meiner Rede kennen konnte, bevor ich sie selbst geschrieben hatte. Das Thema dieser aktuellen Stunde betrifft nicht nur Dresden, sondern mittlerweile auch schon deutlich kleinere Städte. Vor allem die Bürger in sozialen Brennpunkten fühlen sich mit den Problemen einer nicht erfolgten oder nicht zufriedenstellenden Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern tagtäglich konfrontiert. Es gab eine Reihe von Bürgern aus Prohlis, Gurbitz und Schertnitz, die sich mit der Veränderung ihres Stadtteils an uns gewandt haben und um Hilfe baten. Dazu kann eine Debatte hier im Stadtrat beitragen. Folgende Probleme wurden uns benannt. Es fängt mit der Nichteinhaltung elementarer Regeln an, wie nächtlicher Lärm, Schmierereien, Vermüllung und Respektlosigkeit gegenüber Einheimischen, insbesondere gegenüber Frauen und Mädchen. Und endet bei handfester Kriminalität. Wer kann, zieht aus diesen Wohngebieten weg. Ältere Bewohner, die oft seit Jahrzehnten dort leben, wollen ihr ungewohntes Umfeld aber nicht verlassen. Sie sind stille Opfer einer von oben verordneten Open Borders-Idylle, die man wahrscheinlich nur will, wenn man sozial eiskalt ist oder selbst weit, weit weg in einer heile Weltblase lebt. Werden Wohnungen in sozialen Brennpunkten frei, so ziehen häufig weitere Migranten nach. Dadurch werden die Probleme immer mehr konzentriert. Der Verdrängungseffekt verstärkt sich. Das Ergebnis kann man in vielen Großstädten des In- und Auslands bewundern. Obwohl der Ausländeranteil in Dresden Ende 2019 nur 8,4% betrug, hatten 28,7% der Tatverdächtigen im Jahr 2019 keinen deutschen Pass. So die polizeiliche Kriminalstatistik. Betrachtet man bestimmte Delikte, war der Anteil sogar noch viel höher. Gefährliche und schwere Körperverletzung 44,05%. Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen 62,5%. Raubdelikte 47,96%. Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe im besonders schweren Fall 42,86%. Wir freuen uns, dass bei vielen Zugereisten die Integration gut funktioniert hat. Wir freuen uns über viele, die es geschafft haben, im Arbeitsmarkt anzukommen. Einer Pauschalierung, dass Ausländer per se krimineller sind als Deutsche, widerspricht die AfD entschieden. Auch muss man anerkennen, dass die Zahl der Straftaten von 2018 zu 2019 insgesamt leicht gesunken ist. Aber dass unter den Straftätern nach wie vor überproportional viele Nichtdeutsche sind, ist eine nicht wegzudiskutierende Tatsache. Diese Taten als Einzelfall zu bagatellisieren, ist das Leugnen von Realitäten. Man darf nicht vergessen, dass längst nicht jede Straftat angezeigt wird und vor allem bei Sexualdelikten die Dunkelziffer besonders hoch ist. Leider durfte ich in meiner eigenen Polizeilaufbahn nur die Praxis auf der Straße kennenlernen. Dort trägt man keine goldenen Sterne.
an der Uniform, sondern bekommt die tagtäglichen Probleme der Bürger hautnah mit. Da interessiert es auch nicht, ob die Statistiken ein paar Straftaten im Jahr mehr oder weniger ausweisen. Wir fordern die Stadtverwaltung auf, ehrlich über das Problem gescheiterter Integration und Migrantenkriminalität zu sprechen, auch wenn es unangenehm ist. Damit könnte es gelingen, die bisher gescheiterte Integration abzumildern und Bürgern in Problemgebieten aufrichtig zu helfen. Die Bürger fordern echte Lösungen und wollen nicht länger nur vertröstet und hingehalten werden. Wir wollen nicht zulassen, dass auch in Sachsen die Probleme erst wie in Frankreich oder Schweden außer Kontrollen geraten müssen, damit sich etwas ändert. Wir als AfD schreiben kein Viertel unserer Städte ab, nicht eine Straße, nicht ein Haus. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. Wie eingangs gesagt, beginnt mit der FDP-Fraktion. Sowas, FDP. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, wenn ich gewusst hätte, wie der Rest der Rednerliste heute ausgesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich meine alte Bundeswehruniform angezogen. Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 für die Landeshauptstadt Dresden. Gewaltstraftaten 1537 Fälle, 1216 Tatverdächtige ermittelt, 43,6% Nichtdeutsche. Zitat 2, Ladendiebstähle 4642 Fälle, Anteil der Nichtdeutschen bei 43,9%. Das sind die bloßen Zahlen und die sind wirklich traurig. Da stellt sich die Frage, warum wird ein Mensch kriminell? Ist es seine Sozialisation, das eigene Wesen, die Akzeptanz, die Ablehnung durch andere, seine Lebensumstände? Es gibt darauf viele Theorien, es gibt darauf viele Antworten, aber eine möchte ich an dieser Stelle mal deutlich geben und die Antwort ist, der Mensch ist kein Krimineller aufgrund seiner Herkunft, seines Aussehens oder seiner Sprache. Migranten und das Thema Migration einseitig und nur mit Kriminalität zu koppeln, ist falsch und auch gefährlich, denn wir haben auch sehr viele positive Zahlen. Wir haben zum Beispiel in Dresden laut Quartalsblatt der Statistikstelle knapp 7000 ausländische Studenten aus über 130 Staaten. Das ist ein Anteil von 17% an allen Studierenden und zeigt, dass wir als Dresden als Universitätsstandort einen sehr hohen und guten internationalen Ruf haben. Wir haben Migrantinnen und Migranten, die in Dresden Forschungseinrichtungen arbeiten, in wichtigen Wirtschaftszweigen und in der Kultur, was unserer Stadt auch wirklich gut tut. Für uns darf es, und das ist der entscheidende Punkt, nicht darauf ankommen, woher man kommt, sondern was er erreichen will und wie er sich bei uns in der Gesellschaft beteiligen möchte. Und daher müssen wir auch qualifizierten Fachkräften den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtern. Dafür braucht es ein geordnetes Einwanderungsrecht und ein Einwanderungsgesetz. Wir müssen aber auch individuell politisch verfolgten Kriegsflüchtigen, denen hier ein Aufenthaltstitel gewährt wird, Zugang zu Arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen. Und einer Wahrheit müssen wir uns eben auch leider stellen, wer kein Recht hat zu bleiben, muss eben auch das Land wieder verlassen. Zurück zum Thema Beschäftigung, Arbeitserlaubnis für Migranten. Es ist ein wichtiges Thema, denn hier kommt die nächste traurige Zahl. 35% der ALG-II-Empfänger in Deutschland haben Migrationshintergrund. Und Sie alle kennen den Spruch und haben sicherlich mal gehört, wer nicht weiß, wohin mit seiner Energie, wer nichts zu tun hat, wer sich selbst nicht verwirklichen kann, kommt auf dumme Gedanken und blöde Ideen. Die Hürden in den Arbeitsmarkt sind hoch, Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sind eine riesengroße Baustelle. Und ganz traurig ist es dann, wenn hier lebende, arbeitende, steuernzahlende und gut integrierte Migranten abgeschoben werden, während mehrfach auffällig gewordene Straftäter hier bleiben dürfen. Aber das können wir alles im Dresdner Stadtrat nicht regeln. Und deshalb ist es wichtig, uns zu fragen, was können wir unmittelbar tun, um Migration und Integration positiv für unsere Stadtgesellschaft zu gestalten. Und das geht am besten über Vorbilder, über gemeinsames Erleben und Miteinanderleben. Migranten sollen unsere Stadt Teil der Gesellschaft sein, dann gelingt auch Integration. Dem Integrations- und Ausländerbeirat und vielen anderen Akteuren in dieser Stadt an der Stelle auch mein ganz herzliches Dankeschön. Dort erleben Migranten, wie unsere Demokratie funktioniert, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist und wie anstrengend demokratische Prozesse manchmal sein können. Anders ist es, wenn die politischen Ränder, unsere Staatsform, die Gültigkeit unseres Grundgesetzes, die Autorität von Ordnungs- und Sicherheitskräften in Frage stellen und attackieren. Und dann sind nämlich genau die Teile der deutschen Gesellschaft selbst kein Vorbild für eingewanderte Mitbürger.
Rechte Kameradschaften, linke Hausbesitzer, jeder für sich, am Ende irgendwie alle gemeinsam, handeln nach dem Motto Fuck the Police. Die Buchstaben ACAB, All Cops are Bastards, die sieht man leider immer häufiger auf Aufklebern, auf T-Shirts, auch bei teilweise von Politikern umwobenen sogenannten Aktivisten, die eben meinen, wenn es um die Durchsetzung von Überzeugung geht, ist Gewalt ein legitimes Mittel. Und diese Botschaften verstehen eben auch einige Migranten und wissen sie dann auch zu nutzen. Die Botschaft sollte stattdessen sein, egal wer sich in diesem Land aufhält und hier lebt, lang oder kurz, als Staatsbürger, als Schutzsuchender, hat sich an die Regeln unserer Gesetze zu halten. Und alle politischen Richtungen müssen dafür sorgen, dass diejenigen, die Recht und Ordnung durchsetzen, auch Unterstützung erhalten und nicht nur in Form von Rederecht heute hier in diesem Stadtrat. Hier herrscht nicht das Recht des Stärkeren, hier steht die Religion nicht über dem Gesetz und es gibt auch per se keinen guten Extremismus. Hier streiten wir uns im Dialog und nicht auf der Straße mit Fäusten und Steinen. Wir müssen gemeinsam unsere offene Gesellschaft vorleben, mit gegenseitiger Akzeptanz, um unsere Werte zu vermitteln. Wenn queere Geflüchtete vor ihren eigenen geflüchteten Landsleuten geschützt werden müssen, an der Stelle vielen Dank an den CSD-EV, der das Ganze ehrenamtlich übernimmt, dann müssen wir darüber sprechen, dann müssen wir sie auch damit konfrontieren und uns selbst damit konfrontieren. Und da muss auch der Rechtsstaat durchgreifen. Hier gelten unsere Regeln, hier darf ein Mann einen anderen Mann heiraten, hier hat die Frau das gleiche Recht wie ein Mann auf Selbstbestimmung und hier hat jeder das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Unsere Gesellschaft hat sich weiterentwickelt und das wird sie auch weiter tun. Die Migration gehört dazu. Ohne Migration würde ich heute auch nicht hier stehen, würde vielleicht den einen oder anderen freuen. Meine Mutter flüchtete einst als Kind einer Vietnamesin und eines Österreichers aus Vietnam hierher. Migration ist vielfältig, wie die Menschen, die es betrifft. Erfolge und Probleme gehören dazu. Wir müssen darüber sprechen. Wir müssen offen und ehrlich darüber sprechen, auch über die Probleme. Aber einseitige Debatten, wie sie mit der Aktuellen Stunde hier angeregt werden sollten, die halte ich für absolut verfehlt. Vielen Dank. Für die Freien Wähler, Herr Hannig. Sehr geehrter Oberbürgermeister, werte Damen und Herren, Entschuldigung, dass ich diesen USB-Stick vergessen hatte. Ich wusste nicht, was ich vielleicht alles brauche wegen der verschiedenen Zahlen und Statistiken. Ich danke Herrn Maloney für seine letzten Worte, an die ich direkt anschließen will. Werte Kollegen von der AfD, auch ich halte es für populistisch und für nicht sonderlich sinnvoll, einen solchen Antrag hier so zu stellen. Das ist in meinen Augen schon eine Provokation und es führt nicht unbedingt dazu, dass wir uns mit dem Thema sachlich beschäftigen. Genau dafür will ich aber werben. Ich will meine Rede beginnen, meinen Vortrag beginnen mit den Worten des Vorsitzenden der Freien Wähler und des Mitglieds der Bayerischen Landesregierung, Herrn Aiwanger, der in seinem Parteiprogramm sagt, anstatt zu polarisieren, ist dringend eine Rückkehr zur sachlicher Kommunikation nötig, um Vertrauen zu gewinnen und Konsens zu suchen, anstatt fruchtloser politischer Konfrontation. Und genau das will ich versuchen, mal auf meine sehr emotionale und persönliche Art und Weise hier zu tun, weil mit Statistiken und Zahlen um uns zu werfen, das können wir ganz gut, das haben wir jetzt schon gehört und das wird zu unserer sicher nicht sehr geringen Überraschung auch der Herr Kubiesa tun. Der hat die goldenen Sterne, der hat seinen Pressereferenten, der ihm die Rede vorgeschrieben hat. Der wird uns erfreuen mit Statistiken, die uns zeigen, wie schön das Leben ist. Aber wir stehen ja hier, weil offensichtlich etwas anderes gefühlt wird. Und dem will ich versuchen, mich mal zu nähern, wenn ich hier mal so einen USB-Stick reinstecken kann. Ja, die Zeit läuft schon, das verstehe ich schon. Es gibt keine Luft mehr! Es ist so!
Ansicht. Warum sprichst du Mädels mit Hörnerspray? Weil du Frauen reizt, gar nicht ins Gericht bringst. Weil du mit dem Messer unterwegs bist. Okay, das ist... Es ist wieder aus. Warum zeige ich Ihnen das? Das ist ganz schön erschreckend. Das ist ein Video, das auf YouTube kursierte und zeigt zunächst, was zeigt es? Was fühlen Sie denn, wenn Sie das Video sehen? Fühlt die linke Seite des Rates was anderes als die rechte Seite? Fühlt jemand Sympathie? Wahrscheinlich nicht. Wir fühlen, wir sind Menschen und unsere Wähler hier in Dresden sind Menschen. Wir sind eben nicht Politiker, wir müssen im Bundestag keine langen Reden halten und die Kriminalstatistik wälzen, sondern wir müssen uns fragen, wo kommt denn diese gefühlte Spaltung her? Warum glaubt ein Teil der Bevölkerung, wir haben ein Problem mit Zuwandererkriminalität und ein anderer Teil der Bevölkerung sagt, guck dir die Zahlen an, das ist völliger Quatsch. Wo kommt das her? Was ist das also, liebe AfD? Man könnte ja sofort sagen, das ist doch typisch, wir haben ja doch die ganze Zeit gelesen, wir haben einen Haufen rechtsradikale Taten und rechte politische Straftaten, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und das sieht ja hier genauso aus, als wäre es so gewesen. Tatsächlich ist es ein Fall, den ich selbst verhandelt habe als Strafverteidiger. Der hier zu Boden gebrachte von zwei Türstehern hat zuvor in der Dresdner Disco einem Mädchen eine Reizgasflasche ins Gesicht gesprüht, hat sie dann geschlagen, hat anschließend mit einem Messer den Türsteher angegriffen, hat ihn an der Brust und am Bein verletzt. Ein zweiter Türsteher wurde ebenfalls von ihm mit dem Messer angegriffen und die beiden Türsteher haben nur deswegen keine schweren Verletzungen davongetragen, weil sie ein Kettenhemd anhatten. Was sagt uns das? Das sagt uns gar nichts aus über Migrantenqualität oder über Migrantenkriminalität oder über rechte Kriminalität, dass der Türsteher den dann so zu Boden gedrückt hat. Das sagt nur was über unser Gefühl aus. Es sagt was darüber aus, dass wir uns mit dem Thema, wenn man solche emotionalen Bilder sehen, irgendwie ja doch beschäftigen müssen. Und so wie es der Aiwanger gesagt hat, möglicherweise ohne ideologische Grenzen. Ich will Ihnen einen weiteren Fall, oder ich will vielleicht zu diesem Fall nochmal was sagen, weil es doch ganz spannend war. Der Täter hier, der Täter dieser Messerangriffe hat im Übrigen in zwei Instanzen nicht ansatzweise verstanden, warum er vor Gericht steht. Mit der Erklärung, ja, die Frau kannte ich, die war scheiße zu mir, die hat das verdient. Und so dann mit der Erklärung, das ist doch alles schon zwei Jahre her, was wollt ihr von mir? Ich habe doch mit den Türstehern längst schon wieder gequatscht, wir sind wieder Freunde. Das kann man, wissen Sie, mich ärgert immer, wenn ich solche Beispiele aus dem Gerichtssaal erzähle, dass das manchmal so abgetan wird, das ist ja alles nur Quatsch. Nee, das erleben wir halt jeden Tag. Wer erlebt das? Die Leute eher auf der Straße. Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Richter, Rechtsanwälte. Wir sehen diese Fälle, wir sehen, dass die Zuwanderer unser Rechtssystem manchmal nicht verstehen, wir können aber nicht so recht dagegen angehen, weil man will ja auch nicht pauschalisieren, ja. Ich will ja selbst auch nicht pauschalisieren und sagen, die sind ja alle so schwierig. Das Problem sehen wir halt in einem geänderten Kulturkreis und wir müssen uns dieses Problems in meinen Augen annehmen. Ich habe auch einen weiteren Fall, ich habe die Akte hier mal mitgebracht, im Jugendstrafrecht. Wir haben hier in syrischen, was ist meine Zeit zu Ende? Ja, doch, es hat was zu tun, wo der herkommt, ich werde es gleich erklären. Ein Fall im Jugendstrafrecht, ich habe ja noch nicht mal gesagt, wo er herkommt, auch habe ich gesagt, doch, ein syrischer. Passen Sie mal auf, was die Geschichte ist. Der Junge hat, weil seine Mutter von einem Freund beleidigt worden sein soll, ein Messer gezückt, ja, und hat dieses Messer seinem Freund in den Rücken geknallt, mit Ansage, hat das vorher gesagt. Das würde sich normalerweise, der Herr Kubiesa wird es bestätigen, würde man sagen, das ist ein versuchter Mord. Angeklagt worden ist es als eine gefährliche Körperverletzung. Was ist in der Verhandlung passiert? In der Verhandlung ist was passiert, was ich noch nie erlebt habe. Es saßen die Eltern des Opfers und des Täters da und haben das Gericht angefleht, den Jungen nicht zu bestrafen, weil sich die Eltern untereinander geeinigt hätten. Was sagt uns das? Ein anderer Kulturkreis, ein anderer Herkunftskreis, eine andere Problemlösung. Diese Täter verstehen unser Rechtssystem nicht, diese Täter wollen und können unser Rechtssystem teilweise auch nicht verstehen. Wir tun aber auch nichts dafür, dass diese Täter unser Rechtssystem verstehen. Und genau das ist unser Problem. Ja, wir hören halt einfach den Leuten nicht zu, genau wie Sie. Ja, Sie echauffieren sich hier, ohne überhaupt darüber nachgedacht zu haben, was ich hier sage und warum ich es sage. Ich will die Redezeit ist aber wirklich jetzt erklären. Weit abgelaufen. Die Leute, die mit diesen Problemen zu tun haben, handeln aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen. Wir müssen auf die Menschen hören, die diese persönlichen Erfahrungen haben. Und wir müssen die Probleme, und das ist das, was ich mit meinem Vortrag sagen will, ehrlich ansprechen. Weil die Beispiele, die ich Ihnen zeige, zeigen, es gibt Probleme mit Zuwandererkriminalität, genauso wie mit vieler anderer Kriminalität auch. Und das wird mit Statistiken sich nicht wegreden lassen, sondern nur mit fairen Gesprächen. Und wenn wir als Dresdner Politiker uns die Zeit und die Mühe nicht machen,
unseren Feuerwehrleuten und Polizisten zuzuhören, wie im Kriminalpräventiven Rat zum Beispiel, in kleiner Runde, wo wir sehr sachlich reden können und versuchen können, Lösungsansätze zu finden, dann werden wir nicht weiterkommen, dann werden wir genau das tun, was wir hier schon wieder tun, was Sie schon wieder tun. Sie grenzen wieder nur aus. Wir werden niemals ins Gespräch kommen über das Problem einer gewissen Zuwandererqualität, die nun mal da ist, die man auch nicht wegdiskutieren kann. Und über Probleme, über die man nicht redet, die wird man auch nicht lösen können. Das ist das Bedauerliche. Und ich hoffe, dass Ihnen vielleicht die Beispiele aus der Praxis, die Sie auch selber von Ihren Wählern jeden Tag auf der Straße hören, zumindest das Nachdenken mitgeben, dass man über das Problem, wenn es denn eins ist und wenn unsere Bürger und Wähler ein Problem sehen, reden muss. Reden, meine Herrschaften, nur reden und nicht ständig politisieren und mit den Fingern auf die Herr Hannig, jetzt ist aber die dritte Meinung jetzt. Und wir sind jetzt deutlich über die Zeit. Wir kommen jetzt zum nächsten Redner als Gastredner. Den gibt es jetzt hier nicht. Wir sind jetzt hier in der Aktuellen Stunde und wir sind jetzt mitten in der Debatte. Und da ist als nächster für vier Fraktionen als Redner aufgerufen. Herr Polizeipräsident Kubiesa, da eben die vier Zeiten auch summiert für Sie zur Verfügung stehen, haben Sie damit maximal 20 Minuten. Wenn es kürzer geht, sind wir aufgrund der vollen Tagesordnung natürlich auch nie böse. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Ich werde in meiner Verantwortung regelmäßig gefragt, wie schätzen Sie die Sicherheit in Dresden ein? Kann man als Gast hierher kommen? Und bin ein und dreiviertel Jahr in der Verantwortung und ich beantworte das mit einem eindeutigen Ja. Selbstverständlich können Sie hierher kommen und sich sicher fühlen. Gleichwohl werde ich auch gefragt, wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Wie erklären Sie das? Und das ist dann tatsächlich schon nicht mehr so einfach, weil Sie auf der einen Seite, und das gibt es eine gute Tradition, versuchen über Zahlen sich die Lage klarzumachen, sagt dazu auch eine gewisse Objektivität abzubilden, aber es geht auch um Gefühle. Und gerade auf den letzten Punkt möchte ich zum Abschluss meiner Einführung nochmal eingehen. Die objektiven Zahlen werden immer wieder genannt, werden immer wieder auch herausgenommen und im Regelfall handelt es sich um die sogenannte polizeiliche Kriminalstatistik, eine Statistik, in der Sie alle Straftaten finden, die durch die Polizei bearbeitet und abgeschlossen worden sind. Es hat den Vorteil, dass Sie eine mögliche Wahrheit abbilden, weil Sie Straftaten von der Anzeige bis zur Endermittlung verändern in Ihrem Charakter. Es hat aber den Nachteil, dass sie nachläuft zur tatsächlich aktuellen Entwicklung. Wenn Sie diese polizeiliche Kriminalstatistik wiederum betrachten, dann haben Sie auch noch das Thema, dass Sie das ermitteln, was angezeigt wird. Oder den Teil ermitteln, wo Sie sich besonders viel Mühe geben, wo Sie einen Schwerpunkt drauf legen. Und was Sie gar nicht ermitteln, sind Anzeigen, die nicht angezeigt werden, und Sie ermitteln in dieser Statistik nichts zu Gefühlen. Nichtsdestotrotz ist sie über viele Jahre in der Bundesrepublik die Ausgangsüberlegung und Ausgangsbewertung zur Frage Sicherheitslage. Und sie ist aus meiner Perspektive deswegen so wichtig und deswegen traue ich mir auch, meine Prognose immer wieder zu wiederholen, weil sie müssen aus meiner Perspektive und meiner fachlichen Verantwortung Kriminalitätsphänomene einordnen. Ich sage ausdrücklich einordnen. Weil nur wenn Sie Verhältnisse herstellen
kommen Sie zu dem Ergebnis, wo man was tun muss, wo es Situationen gibt, die unzufrieden, unbefriedigend sind, aber eine bestimmte Erklärungsmöglichkeit haben. Und vor diesem Hintergrund ist eine klassische Zahl zur Einordnung die sogenannte Häufigkeitszahl. Da geht es immer darum, in der mathematischen Betrachtung, wie viele Straftaten einer bestimmten Art pro 100.000 Einwohner in einem territorialen Gebiet über eine bestimmte Zeit festgestellt worden sind. Und das hat den Vorteil, Sie können es tatsächlich zumindest im Ansatz versuchen, vergleichbar zu machen, weil zum Beispiel Kriminalitätserweckung in Ballungsräumen, Kriminalitätsgestaltung in der Fläche nicht den gleichen Mustern folgt. Und insofern vergleichen wir uns als Polizeidirektion Dresden in unserer strategischen Ausrichtung und Bewertung mit den Städten der Bundesrepublik Deutschland mit ab 500.000 Einwohnern. Und da möchte ich Ihnen gerne die erste Folie vorstellen und zum Thema allgemeine Kriminalität. Und es ist für mich aus meiner Perspektive keine Relativierung, sondern ich halte das für ein Arbeitsergebnis, dass Dresden tatsächlich sich unterhalb dem Mittelwert dieser Städte befindet und tatsächlich auch einen vorderen Platz einnimmt. Was meine These unterstützt, ja, Sie können sich in Dresden sicher fühlen. Wenn Sie den Bereich der Diebstahlskriminalität sich angucken, werden Sie ein gleiches Bild feststellen. Und es ist mir wichtig, Ihnen noch mitzuteilen, dass in dem Bereich der Diebstahlskriminalität der überwiegende Teil der Kriminalität in unserer Stadt ist, mit 44,5% als Hauptanteil. Ich möchte Sie jetzt auf eine Besonderheit hinweisen. Wenn Sie im Bereich der Gewaltkriminalität sich das Bild angucken, erfahren Sie ein Gleiches. Gleichwohl haben wir in den letzten Jahren in diesem Bereich eine Steigerung. Und diese Steigerung bezieht sich von 2018, Anstieg um 5,3%, mit einer Gesamtzahl, jetzt brauche ich doch die Brille, von 1460 Delikten 2018 und 1537 Delikten 2019. Der größte Anteil bei der Gewaltkriminalität ist der Anteil von gefährlichen und schweren Körperverletzungen. Das sind Handlungen, wo Sie entweder mit einer Tatwaffe oder in einer besonderen Art und Weise Körperverletzungen begehen, beziehungsweise schwere gesundheitliche Schäden hervorrufen. Wir haben eine Aufklärungsquote von 71%. Im Gesamtdurchschnitt liegt die Polizeidirektion bei 50%. Also wir sind dort erheblich aktiv und gut unterwegs. Und der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen in diesem Bereich sind bei insgesamt 530 Ermittelten 43,6% insgesamt, nichtdeutsche Tatverdächtige. Ich möchte Sie auch noch auf eine Besonderheit hinweisen. Rauschgiftkriminalität. Ich mache sie deswegen gerne in Zusammenhang mit Gewaltkriminalität, weil sie auch eine Form ist, die Sie insbesondere auf Straßen und Plätzen antreffen. Und hier haben Sie diese Besonderheit, dass wir hier sehr gut im Vergleich zu den 500.000er Städte dastehen. Gleichwohl ist uns als Polizei bewusst, dass das Gesamtergebnis sehr stark auch davon abhängt, wie wir auf der Straße bei dem Thema unterwegs sind, was wir da tun, was wir da unternehmen. Und hier haben Sie einen Anteil von nichtdeutschen Tatverdächtigen von 27,5%. Nichtdeutsche Tatverdächtige
in der Polizeidirektion Dresden, in der Landeshauptstadt, sank von 4.509 im Jahr 2018 auf 4.176. Warum ist das so wichtig? Weil wir damit immer noch unter dem Anteil nichtdeutscher Tatverdächtige im Bundesdurchschnitt liegen. Wir sind auch in dem Punkt eine durchaus sichere Region. Und lassen Sie mich auf die letzte Zahl kommen. Wenn Sie den Begriff Nichtdeutsche geben, wird er auch nochmal aufgegliedert in die Begrifflichkeit der Zuwanderer. Und die Gesamtzahl der Zuwanderer bei nichtdeutschen Tatverdächtigen sank auf 52,5% 2019 gegenüber 2018 56,4%. Das ist meine Grundlage, um zu sagen, ja, besuchen Sie Dresden, Sie dürfen sich hier sicher wählen. Glauben Sie mir, auch ich habe mal auf der Straße gearbeitet, ich habe ermittelt, ich habe Opfer erlebt, ich habe Tatverdächtige erlebt. Und immer wenn Sie Opfer einer Straftat werden, sehen Sie diese großen Zahlen aus einer anderen Perspektive. Und das hat insbesondere was mit Gefühlen zu tun. Weil wenn Sie verletzt sind, sind Sie verletzt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man neben diesen objektiven Zahlen sich darüber auch Gedanken macht, wie fühlen unsere Menschen, wie empfinden sie Sicherheit, wie empfinden sie unsere Maßnahmen. Und insofern wird für mich daraus ein Bild. Sie kennen die Brennpunkte, wir veröffentlichen das, sind dort aktiv unterwegs, um insbesondere das Thema Gewaltkriminalität zu bearbeiten, darauf einzugehen, ähnliche Zahlen zu erzielen, wie wir sie in den anderen Kriminalitätsfällen haben. Und wir sind mit der Stadt, und erlauben Sie mir das, im Kriminalpräventiven Rat, so erlebe ich das, intensiv unterwegs über Studien, den subjektiven Teil festzustellen und herauszubekommen. Und in den Analysen die Ursachen zu finden, um dann gemeinsam als Stadt und Polizei an den Phänomenen zu arbeiten, dass die Zahl derjenigen, die Opfer werden, so gering wie möglich realisiert werden kann. Insofern komme ich gerne nochmal darauf zurück und betone als Polizeipräsident von Dresden, unsere Stadt ist sicher. Wir haben einen Handlungsauftrag im Bereich der Gewaltkriminalität. Wir sind an dem Thema als Landespolizei zusammen mit der Stadt in den Gremien des Kriminalpräventiven Rates dort in intensiven Austausch. Und insofern schaue ich optimistisch in die Zukunft, gemeinsam die vorhandenen Probleme zu lösen. Herr Bürgermeister, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank dem Polizeipräsidenten. Damit haben wir die Aktuelle Stunde zum Tagesordnungspunkt 2 beendet.